Hallo und willkommen zurück zu Skyrim und den Abenteuern von Talis Aran und Kaelin. Ja, wir befinden uns ja im Moment auf der Tuum Harz. Wir suchen Wörter ohne Ende und haben uns in der letzten Folge wieder noch zwei neue Wörter geholt. Knochenspitze war, glaube ich, ein Outdoor-Teil. Ja, genau. Und da werden wir dann gleich als erstes hin. Und das Wort der Wörter dort holen. I'm sorry. Wo am I? Aber das sind 80 extern, verstehe ich nicht. Wie funktioniert das mit dem extern? Oh, die Spinne, da war ich glaube ich auch noch nie drin in der Höhle. Also die werden wir eventuell auch irgendwann mal angehen, wenn ich dran denke. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Drache zu seinem Hort hinkommt, wenn wir da sind. Ach, da müssen wir hin. Huch. Oh, hello. Wo machst du denn Fuß wo dahin? Das hat getroffen, das glaube ich ja nicht. Ha! Kamigami. Oh, wir haben den zerlegt, den Drachen. Kriegen wir jetzt noch unsere Drachenseele? Ah, cool. Ja, dann Ruhe und Frieden, Dover. Yes. Ha. 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 Wo ist hier der Weg hoch? Goddammit. Da hinten los? Oh? Das gucken wir uns auch gleich noch. Oder gucken wir uns das mal zuerst an, bevor wir da hochgehen. Vielleicht ist da noch interessanter Loot. Auf, wenn wir das nicht abkriegen. Ja. Ach, die haben hier wahrscheinlich rumgeeiert, die Totenbeschwörer. Pernis City. Wieder der Natur. Und da ist einer. Ja, hier ist ein kaputtes Grab. Unter anderem hier hinten, ja, top. Ein schwarzer Seelenstein mit mächtiger Seele drin. Eieiei. Das ist ja genial. Das erspart uns eine Menge Arbeit. Eigentlich nicht viel, aber. Oh! Hallo! So, dann müssen wir jetzt hier noch hoch das Wort holen. Hm.
Hier müsste doch. Wo war der Weg hier hoch, Gottverdammt? Was haben wir hier? Eisenerz. Nö, geh weg. Habe ich im Moment kein Interesse dran. Das sieht doch gut aus. Nee, doch nicht. So. Hello. I like to get a word, please. Ho, ho, ho. Na? Okay. Knut. So, dann zeig mal deinen Loot hier. Looty-Loot. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts, Lydia. Kaelin. Wer ist Lydia? niemand. So, dann auf zum nächsten. Und zwar in das Grab hier rein. Haben wir das hier schon aufgedeckt? Nee, shit. Ja, dann auf nach Ustengraf und dann auch von Ustengraf nach. Oh, wie ist da kein Respawn, weil da haben wir auch gleich wieder drei Leute am Arsch. YouTube Red Aufrufe? Aha. Oh doch, sie sind da. Oh. Das ging ja fix. Ist hier noch irgendwo ein Nekromanzer? Was da? So, wir wollen da jetzt hin. Shave, shave, shave. Das ist einfach merkwürdig manchmal. Also, auf einigen Videos habe ich manchmal irgendwie so. Bam! So viel Views. Also, naja, was heißt viele Views? Aber für mich ist das halt Views. Für mich ist das halt viel. Hier mal eben so 59 Views und dann bei anderen Videos knapp bei 10. Das ist. Steffi, nicht. Steffi, ich nicht. Und vor allem bei dem Video, was davor ist, 3. Sonderbar. So was hatte ich, glaube ich, schon mal. Ich glaube, das war mit einem Liga-Video von und mit Lyran. Nee, nicht Lyran. Das war mit Anni, glaube ich. Ja, genau. Ein Video, wo mit Anni war das. Da hatte ich auch irgendwie so merkwürdig viele Views auf einmal drauf gehabt. Das muss ich jetzt mal noch hier ein bisschen beobachten. Ist ja sonderbar. Da sind 11. 15. 18. Oh, hello. Dich hat schon jemand beseitigt. Vielleicht sollten wir denn hier mal uns mal bereit machen für einen härteren Kampf. Was meinst du? Killen? Dachte ich mir, gesprächig wie immer. Das wäre auch cool, wenn man hier so in so einem Spiel Voice Activation hätte. Das ist, glaube ich, freundlich, wa? Ja. Hallo. Wer seid ihr? Ich bin Ansgar. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Wenn du möchtest. Ich habe Wokuns Krypta endlich gefunden. Die Schriftrolle, die ich suche, muss hier einfach sein. Wokun, das ist ein Drachenpriester. Ihr könntet mir helfen, sie zu finden. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Das können wir machen. Welche Art von Hilfe braucht ihr? Sollte Wokun tatsächlich so mächtig sein, wie ich vermute,
brauche ich wohl ein bisschen Hilfe, um mit ihm fertig zu werden. Hm. Was springt für mich dabei raus? Ihr könnt alles haben, außer der Schriftrolle, versteht sich. Ich helfe euch. Großartig. Zu zweit sollte es schneller gehen. Ach so. Sie nimmt dich gar nicht wahr. Blöde Kuh. So, okay. Na dann, Feuer frei. Ah. Habt ihr etwas gehört? Nein. So, da oben ist noch einer. Gucken wir jetzt mal hier, ob hier irgendwie was liegt. Nee. Den Beutel da nehmen wir mit. Aber ansonsten wollen wir uns mal mit den Minuten ein bisschen zurückhalten, damit wir hier zeitig fertig werden. Hä? Was ist los mit dir? So. Ich muss auch ein bisschen mit der Feuerbälle aufpassen, weil die Feuerbälle sie töten können, soweit ich mich erinnern kann. Was natürlich... Es könnte uns eigentlich relativ egal sein, aber ich möchte ja die Quest erfolgreich abschließen. Da ist noch ein Skillbuch. Jetzt gucken wir es natürlich an. Destruction! Das war nice, I guess. Feuer frei. Fällt mir ein, ich habe gar nicht die richtigen Schau drin. Alter Schwede, ihr beiden. Schießt euch bloß nicht gegenseitig über den Haufen. Vorsichtig. Mal gucken. Ihr habt's alle hingekriegt. Sehr schön. Oh, hello. Ein Glück sind wir nicht hängen geblieben, ey. Ein Glück sind wir nicht hängen geblieben. Aber... Kaelin? Warte mal, sehen wir von hier aus den Auslöser? Scheiße, wir sehen den Auslöser nicht, weil sonst hätten wir da unsere Begleiterin hinschicken können. Das hätten wir ja nie sehen können. Also, man hätte dann Kaelin darauf schicken können und dann hätte sie die Falle ausgelöst und dann wären wir da rausgekommen. Aber das war nicht possible. Natürlich ärgerlich das Ganze, dass wir da schon wieder mit der Konsole rumspielen mussten. Ich versuche das eigentlich immer so wenig wie möglich zu nutzen, aber... Ich bin schon ganz froh, dass man die Möglichkeit überhaupt hat, Das sieht aus wie eine Art Hebelpuzzle. Wir müssen herausfinden, welches die richtige Reihenfolge ist, in der sie betätigt werden sollten. Adler, Wal und was auch immer da oben war. Adler, Wal, Fuchs, Schlange. Okay.
Was haben wir da? Da haben wir Adler, Wal, Adler, Wal, Fuchs. Wo ist Schlange? Schlange, okay. Passt. Adler, Wal. Geh mal weg hier, wenn ich einen Schalter drücken soll. Fuchs, Schlange. Da merke ich, dass hier gar keine Gegner sind. Ah. Highgate Ruins! Chef! Aufpassen! Ja, dann lauf mir doch nicht in den Rücken, blöde. Was auch immer. Nord. Hey, aufpassen! Hä? Ich hab dir den Pelz gerade gerettet. Vorbereitend. Präventiv gerettet. Also halt mal die Gusche da. Ist da eine? Nee. Boah, da ist einer. Ah, ein Bulliger. Vorsichtig. Was ist denn dein Problem, meine Fresse? Unglaublich. What? Ja, dann lauf doch nicht vor, Gottverdammt. NPCs. Hilfe, ich werde angegriffen. Ah, ich lauf jetzt mal vor. Hilfe, ich werde angegriffen. Ah, ich lauf mal vor. Uah. Hey, aufpassen. Ja, lauft genau rein. So, oh, hello. Vorsichtig. Ihr hättet nie herkommen sollen. Whoa. Der hat nichts zu lachen gehabt. Oh, habt ihr das gesehen? Da sind Fallen, ach, Fasch. Dings drin. Sperre. Vorsichtig. Huch! Huch! Ah. Zwei auch noch. Komm mal weg da. Wir müssen hier erstmal ein paar. Ja, bitte. Jemand. Was? Natürlich ist da ein Bulliger drin. Schöne Falle. Diese Wandritzungen sind uralt. Wir scheinen unserem Ziel langsam näher zu kommen. Der Walgott, das ist Zun. Zun ist das. Wen haben wir hier? Hier haben wir wieder die Motte. War das Meridia? Ich glaube ja. Oder Diabella kann das auch. Oder Diabella kann das auch gewesen sein. Keine Ahnung. Oh.
Wenn ihr mal aufpassen würdet, wo ihr langlauft, wäre das cool. Der hat eine verzauberte Waffe. Des Eises. Oh, ich glaube, den haben wir. Oh, ich wollte gerade sagen, den haben wir gebuggt, aber das ist noch wieder rausgekommen. Raus! Oh, wieso war der da wieder geslowt? Fuck, da alles. Tja. Oh Gott, wann habe ich das letzte Mal abgespeichert? Shit. Das war jetzt ein One-Hit, das verstehe ich nicht. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Ach, das war der falsche Hebel. Ah, Trottel. Block mich doch hier nicht ein! Was war das? Lassen wir die Spielchen. Oh, ja, die. Fuß. Yep. Wir brauchen mehr Lebenspunkte und mehr Rüstung eventuell. Also irgendwann mal eine leichte Rüstung verzaubern wäre vielleicht nicht falsch. Weil because und so. Mehr Rüstung heißt weniger Melee Damage. Thronsaal. Das sieht hier aber nicht wie ein Thronsaal aus. Ach so, was Nerviges. Was war das denn? War ja gar nichts. Beschwörungsillusion, Veränderungsoffer und sonst wie Magica. Ja. Uninteressant. Gar keine Ads nicht. Oh. Moment. Das kann doch nicht sein. Feuerrune? Oh. Nein. Du auch. Na, da ist keiner. Ist auch keiner. Auch keiner. Auch keiner. Ah. Wieso leuchtet das jetzt hier so cool?
So. Sturmruf. Damit müssten wir eigentlich alle haben. Hello? Hello? Wo ist sie? Ich habe hier deine Schriftrolle. Der Flug. Wenn sie nicht will. Wo ist sie denn? Ist sie gestorben? Ah, keine Leiche hier. Der Fug? Die Frauen wissen nicht, was sie wollen. So, jetzt. So. Knochenmehl brauchen wir nicht. Ach, da ist er doch. Hä? Ich habe die Schriftrolle gefunden. Ich kann euch für all eure Hilfe gar nicht genug danken. Hier ist die Schriftrolle. Und hier ist eine kleine Belohnung für eure Hilfe. Flammender Schutz. Flammender Schutzgeist, das hört sich ja cool an. Das ist ein Hund on fire, oder was? A dog on fire. Beschwörung. Wow! Okay, der explodiert gleich, alles klar. Also eine Living Bomb, quasi. Sofern man Feuer als lebend bezeichnen kann. Da lang. Ja. Haha, Top-Orientierungssinn hat er. Oder? Nee. Scheiß. genau in die falsche Richtung gelaufen. Folgt er ihm? Er bleibt scheinbar nur irgendwo rumstehen. Das müssten wir mal mit Gegnern testen. Freiwillige vor? Hello. Warte mal, die Hütte können wir uns. Boah, ich wollte gerade sagen, da kommt gerade einer auf mich zugestürmt. Aber dann war das bloß Kaelin. Zum Glück! Hier hinten ist die Stelle für das Hardfire-Haus in dieser Region. Ich glaube, es war da hinten irgendwo, ja. Also die Hütte, da nehmen wir noch mit. Das ist die dunkle Bruderschaft-Hütte, wo man landet, wenn man die Quest startet. Also als Fast-Travel-Punkt, so mitten in der Pampa, ist das auch nicht schlecht. Also
So als Zwischenpunkt sollte man die vielleicht ja bei Gelegenheit immer mitnehmen. So, was haben wir da? Na, gucken wir mal, ob da, da sind doch bestimmt Gegner. Und danach werden wir dann nach wieder nach Einsamkeit die Maske droppen. Und dann nach High Rodger. Gibt's zwar nicht keine Bösewichte?